Die Marktkirche zu Neuwied, Haus Gottes mitten in der Stadt. Die Marktkirche auf einer Luftaufnahme um 1925. Einer Kathedrale gleich erhebt sich das imposante Bauwerk zur Ehre Gottes und zur Erbauung der Menschen mitten in unserer Altstadt. Die Marktkirche Neuwied, in Stein gemauerter Glaube. Zwei Vorgängerkirchen gehören zur Geschichte unserer heutigen Marktkirche. Im Jahre 1876 brennt die Kirche der Lutheraner an der Friedrichstraße ab. Diese Gemeinde ist damals finanziell nicht in der Lage, das Gotteshaus neu zu errichten. In der Folge kommt es zu einer Vereinigung der lutherischen Gemeinde mit der älteren reformierten Gemeinde. Deren Gotteshaus steht an der Stelle der heutigen Marktkirche. Es wurde zwischen den Jahren 1671 und 1684 erbaut und 1687 eingeweiht. Nachdem im Oktober 1877 beide Gemeinden mit Genehmigung des Kultusministeriums offiziell vereinigt werden, steht der Beschluss fest, eine neue, größere Kirche zu bauen. Der Abriss der fast 300 Jahre alten Vorgängerkirche erfolgt ab Mai 1881. Gleichzeitig beginnt der Neubau der heutigen Marktkirche über der Fürstengruft des Hauses Wied. Architekt ist August Hartl aus Krefeld. Er plant und errichtet die Kirche im neugotischen Stil. Das Material: rheinischer Bruchstein mit Schmuckelementen aus Sandstein und Basaltlava. Viele Neuwieder Handwerksbetriebe sind an der Bauausführung beteiligt. Nicht alles läuft glatt, und so müssen die Bauarbeiten während des Hochwassers 1882-83 unterbrochen werden. Trotz solcher Widrigkeiten wird die Fertigstellung des Gotteshauses im Frühjahr 1884 vollzogen. Und es ist auch klar, weshalb die Kirche Marktkirche heißen wird. Es ist die Kirche am Markt, mitten in der Stadt, dort, wo das Leben pulsiert. Ansichten aus der Zeit geben einen guten Eindruck des markanten, hochgotisch wirkenden Bauwerkes wieder. Zu Recht kann die unierte Gemeinde stolz auf diese Kirche sein. Die Einweihung des Sakralbaus findet am Freitag, dem 4. April 1884, mit großem Festprogramm statt. Zur Ehre Gottes erklingt im ersten Gottesdienst die neue Orgel. Gebaut wird sie von der Firma Eberhard Friedrich Walker in Ludwigsburg und zum Festgottesdienst von den Organisten Lonas und Hohl gespielt. Das Prospekt von A. Vorderbrücke aus Bielefeld ist dem neogotischen Stil angepasst, gekrönt von einem in Eiche geschnitzten König David. Nach Umbau im Jahre 1930 und der Entfernung des alten Prospektes 1957 erklingt die Königin der Instrumente bis zum Neubau einer Kloikerorgel 1967. Zur Marktkirchenmusik gehört seit 125 Jahren auch ein verdienstvoller Kirchenchor. Hier eine Aufnahme um 1958 mit der Leiterin Kantorin Margarete Bloch. Die Innengestaltung des Bauwerks ist für eine evangelische Kirche zunächst etwas ungewöhnlich. Nüchtern ist sie keinesfalls eingerichtet. Im Gegenteil, sie besticht durch ihre Farbigkeit und figürliche Malerei, wobei das fürstliche Haus Wied, maßgeblich Wilhelm zu Wied, eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Der damalige Pfarrer Gustav Lohmann drückt das so aus: Auf diese Weise bietet das Gotteshaus auf den verschiedensten Punkten wohltuende und angenehme Durchblicke, welche erfreuen und erheben, so dass wir den Gesamteindruck als einen recht günstigen und würdigen bezeichnen dürfen. Eine Kirche ohne Glocken ist nicht denkbar. Sie rufen zum Gebet, verkünden Trauer und Freude. Die ersten Glocken werden von der Gießerei Franz Otto in Hemelingen bei Bremen aus Bronze gegossen. Nachdem die zwei größten Glocken 1917 für Kriegszwecke eingeschmolzen werden und die dritte 1924 verkauft wird, wird noch im selben Jahr ein dreistimmiges Geläut geliefert. Vom Bahnhof aus transportiert die Neuwieder Firma Heinrich Greve die Stahlglocken zum Marktplatz,
die anschließend vom Turm unserer Marktkirche das Gotteslob verkünden. Die 30er Jahre. Der Nationalsozialismus hält auch in Neuwied Einzug und übernimmt ab 1933 die Macht. Für die Marktkirche bedeutet das in der Folge die Übernahme durch die nazitreuen deutschen Christen. Pfarrer Walter Mörchen, der zur bekennenden Kirche gehört, die nicht mit dem Hitlerregime kooperiert, muss aus der Marktkirche weichen und ist mit seinen Getreuen Repressalien ausgesetzt. 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg, von dem das Kirchengebäude nicht verschont bleibt. Bei dem schweren amerikanischen Fliegerangriff vom 8. September 1944 wird die Marktkirche stark in Mitleidenschaft gezogen. Um 11.10 Uhr bleiben die Zeiger der Kirchturmuhr stehen. Der 30 Meter hohe Turmhelm fällt im Bombenhagel und auch weitere bauliche Schäden sind zu beklagen. Einem Mahnmal gleich ragt der Turmstumpf zum Himmel. 1945. Krieg und Naziterror sind vorüber. Der Neubeginn ist schwierig. Die Schadensbehebung an der Marktkirche duldet keinen Aufschub. Nach Beseitigung der gröbsten Schäden kann die Marktkirche trotz aller Schwierigkeiten im Juni 1946 wieder eröffnet werden. Erst 3 Jahre später wird der zerstörte Turmhelm erneuert. Der Aufbau erfolgt auf dem sogenannten Kaiserstuhl, der den Turmhelm trägt. Er war erhalten geblieben. Allerdings muss der Turmhelm jetzt um etwa die Hälfte gekürzt werden. Eine komplette Wiederherstellung in der alten Höhe überforderte damals die finanziellen Möglichkeiten. Weitere Renovierungen erfolgen in den späten 50er Jahren. Danach wird nochmals eine Sanierung der Bausubstanz in den Jahren 1980 bis 1982 notwendig, bedingt durch Natureinflüsse. Und 1990 wird die Farbgestaltung der alten Fassung nachempfunden. Grundsanierungen und Restaurierungen gelingen. Und so prägt damals wie heute zum 125-jährigen Bestehen die Marktkirche das Stadtzentrum und lädt zu Gebet, Besinnung und Gotteslob ein.